Hallo Marius, kommen wir nun zur Auswertung deiner Fehleranalyse und der praktischen Umsetzung. Erstens, deine Ausholphase ist zu tief und muss verkürzt werden. Zweitens, du musst deine Gewichtsverlagerung vom rechten auf das linke Bein trainieren. Drittens, die Ausschwungphase muss verkürzt werden. Sie darf nur bis zur Stirn geführt werden. Viertens, der Führarm muss parallel zum Schlagarm geführt werden. Das sind die vier Punkte, die wir im Training verändern müssen. Im zweiten Teil der Analyse gehen wir die praktische Umsetzung der Veränderung des Forehand Topspins an. Da die Forehand Topspin-Bewegung sehr komplex ist, verändern wir immer nur kleine Bereiche der Bewegung. Als erstes trainieren wir die Schlagphase des Forehand Topspins. Wir verkürzen die Ausholphase und trainieren die Bewegung bis zum Ausschwung in Stirnnähe. Wie trainieren wir nun den Topspin? Erstens, im Schattentraining beginnen wir mit der Umsetzung und erarbeiten uns ein Gefühl für die Bewegung. Zweitens, im Balleimertraining werden wir langsam Schlag für Schlag das alte Schlagmuster umtrainieren. Dies ist ein langer Prozess und sollte mit viel Geduld angegangen werden. Im zweiten Schritt verändern wir die Bewegung des Führarms. Der Führarm muss parallel zum Schlagarm geführt werden. Dies ist wichtig, um die Gewichtsverlagerung vom rechten auf das linke Bein zu trainieren. Das wäre der zweite Schritt der Veränderung der Bewegung. Wenn wir den Führarm erstmal trainiert haben, dass er parallel mit dem Schlagarm bewegt wird, dann können wir uns auch an die Oberkörperdrehbewegung ranmachen, die noch hinzukommen muss. In dieser Reihenfolge werden wir nun deinen Forehand Topspin verändern. Ich wünsche dir viel Spaß beim Training und vor allen Dingen Geduld. Dieses ist nötig, um die Bewegung zu verändern. Dein Rolf. Möchten Sie auch mal eine Videoanalyse erstellen lassen? Das ist kein Problem. Auf www.tt-coach.de einfach das Video hochladen und kurze Zeit später erhalten Sie Ihre Analyse.